Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier ist wieder Christoph Enslin von MindfulFX, Ihr EA-Programmierer. Die Frage, die ich heute beantworten werde, kommt auch wieder von einem Kunden. Und die Frage lautet: In welcher Zeiteinheit arbeitet denn der EA-MFX Rainbow Trading Deluxe? Und kann man die Zeiteinheit, Stundenchart, M5-Chart und so weiter einstellen? Die Beschreibung des Fraktals-Timeframe klingt nicht danach, als ob man die Zeit einstellen kann, sondern nur Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das ist auch wieder eine sehr gute Frage und das schauen wir uns dann gleich an. Also, erstens, habe ich jetzt den Rainbow Trading Deluxe EA im Demokonto bei JFD Bank auf ein US30 Cash-Chart geladen und dann schauen wir uns hier mal die Einstellungen an. Also es ist auf einem H1-Chart. Grundsätzlich könnte man ja denken, es läuft alles auf einem H1-Chart. Dann gucken wir mal uns den EA an. Hier Doppelklick auf den Smiley und schauen uns, was hier in den Einstellungen denn alles möglich ist. Wenn wir uns den Abschnitt Rainbow Management genau betrachten, dann sehen wir ja, ab welcher Periode wir beginnen mit dem Rainbow, also die Fastline, in welchen Schritten wir vorgehen und wie viele MAs insgesamt verwendet werden sollen. Und dann kommt, aha, hier kommt der MA Timeframe. Und das ist genau die Einstellung, nach der der Kunde, der die Frage gestellt hat, gesucht hat. Wenn Sie Current auswählen, dann wird einfach der aktuelle Chart-Timeframe genommen, der hier einfach im Chart sichtbar ist, jetzt bei uns im Beispiel H1. Aber Sie können auch einen ganz speziellen auswählen, zum Beispiel H1 hier. Wenn Sie dann auf OK klicken, dann könnten Sie hier zwischen den Timeframes hin und her wechseln, wie Sie wollen, und der EA würde sich aber immer noch stabil immer auf H1 beziehen, egal auf welchem Timeframe Sie das Chart gerade anzeigen lassen. Gleiches gilt übrigens auch für diesen Fraktals, für den Widerstands- und Unterstützungsmanagement Indikator, den wir hier verwenden, wenn er ein zugeschaltet ist, um eben die Fraktale als Widerstände und Unterstützungen zu nutzen als Filter. Hier natürlich können wir auch den Timeframe einstellen, aus welchem Timeframe die Fraktale denn verwendet werden sollen. Kann hier auch hier zum Beispiel One Day, also D1, verwendet werden oder jeder andere Timeframe, der im MT4 verfügbar ist, natürlich genauso. Current würde wieder auf Deutsch laufend bedeuten, also der aktuell im Chart laufende. Jetzt hier in dieser Einstellung, wie wir es jetzt hier sehen, wäre es die Kombination, dass also der Regenbogen, der Rainbow im H1-Chart ermittelt wird. Die Fraktale als Widerstands- und Unterstützungslinien allerdings im D1-Chart. Beides komplett unabhängig davon, welcher Chart-Timeframe hier ausgewählt ist im Chart selbst. Wenn Sie sich für den EA interessieren, klicken Sie bitte unten in der Videobeschreibung auf den Link zur Infoseite. Herzliche Grüße und beste Trading-Erfolge wünscht Ihnen Christoph Enslin von MindfulFX, Ihr EA-Programmierer. Für die Zukunft. Dieses Video stellt keinerlei Handelsempfehlung oder Finanzberatung nach WBAG, KWG oder Vermögensanlagegesetz unter anderem dar, sondern lediglich eine Präsentation von Software und Marktmeinungen.